Wir sind hier in meiner anderen Arbeitsstätte, das Gezeiten in Bramfeld. Ich bin hier Barchef, kümmere mich um die komplette Bar, um den Einkauf der Getränke von alkoholischen bis Softgetränken und auch Bestellungen jeglicher Art, alles was mit der Bar zu tun hat. Ich bin momentan sogar 4 bis 5 Mal in der Woche hier, also ich verbringe wirklich auch gerade viel Zeit in dieser Bar. Der Barjob hier im Gezeiten ist ein absoluter Ausgleich für mich, der mich gastronomisch weiterhin begleitet, weil ich jahrelang in der Gastro gearbeitet habe, auch während der Schauspielausbildung. Und dieser Faktor hier mit den Leuten, einfach ein kleines Entertainment-Programm auch für die Gäste zu machen, Cocktails zu mixen und auch dieser Faktor, irgendwie so ein bisschen kokett zu flirten natürlich auch, ist ausschlaggebend für einen guten Barmann und auch für den Spaß an der Arbeit. Ja, die Frage nach dem Ursprung des Ganzen, die habe ich schon oft gehört, also von wem ich das eigentlich habe. Das ist auf jeden Fall diese Power und diese Multitask, beziehungsweise auch diese mehreren Jobs, ist halt definitiv eine väterliche Vererbung. Mein Vater ist genauso ein Hans Dampf in allen Gassen. Und der ruhige Pol ist eher die Mama. Dementsprechend habe ich halt wirklich diese Energie und Power von meinem Dad. Ja, da wir schon mal hier sind, bereite ich euch jetzt den ultimativen Hamburger Amateur-Fußballer-Drink zu. Ein sogenannter Non-Alcoholic Cocktail. Das ist der Elbkick Banana Red. Der hat folgende Zutaten. Da ist ein bisschen Sahne drin, für die Kraft. Bananensaft, Ananassaft, Grenadine und Zitronensaft. Okay? Legen wir los. Unser Cocktail ist jetzt fast fertig. Kommt natürlich noch Crash Ice dazu. Klar, muss ja auch schön gekühlt sein, das Ganze. Eine wunderschöne Farbe. So, dann gibt es noch ein bisschen Dekokram, einen Strohhalm. Und wer darf diesen Cocktail natürlich als erstes genießen und kosten? Miss Elbkick TV. Bitteschön. Top. Ja, Elbkick TV. Heute habt ihr einen kleinen Einblick aus meinem recht turbulenten Arbeitsleben erhalten. Jeden Tag was Neues. Man weiß nie ganz genau, was kommt. Das macht die ganze Sache wirklich auch aufregend und spannend. Und ich danke euch für den heutigen Tag, verabschiede mich hiermit und wende mich jetzt anderen wichtigen Dingen im Leben zu. Hallo Merve. Hallo Dani. Wie geht's? Gut, und dir? Sehr gut. Schmeckt dir mein Cocktail? Super. Super.